Dienstag, 17. März, 8 Uhr vor der Kita Burg in Luckenwalde. Ab morgen sind alle Kitas im Land Brandenburg wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Ich habe jetzt noch die Woche Urlaub. Ab nächste Woche muss ich dann gucken, wo ich mit den Kindern gehe. Den Kleinen mitnehmen zur Arbeit. Das heißt also, Notbetreuung kommt nicht in Frage? Nee, da ich leider einen verkehrten Beruf habe. So, das können die letztes Mal durch. Es ist leider, uns leider nicht möglich, den Kleinen unterzubringen. Also ich bin Gott sei Dank noch zu Hause, sodass ich sie wirklich zu Hause lassen kann. Das heißt, Sie kriegen es einfach gemanagt? Ja, genau. Bei mir geht es Gott sei Dank noch. Bei den anderen wird es natürlich schwieriger. Das ist eine gute Frage. Die ist noch nicht voll geklärt. Was heißt das? Das ist ein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ganz einfach. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, Notfallbetreuung kommt nicht in Frage wahrscheinlich? Kommt hier nicht in Frage. Ich bin selbstständig und da kommt das einfach nicht in Frage. Einer von uns muss zu Hause bleiben. Ganz einfach. Anders geht's nicht. Wir versuchen uns so abzustimmen, dass wir das schaffen. Wir haben mit unserem Arbeitgeber gesprochen und haben da halt eine Lösung gefunden. Im Prinzip, dass man durch die Schichten dann halt das irgendwie kompensiert, ja. Dass die Kinder zu Hause sind und dann halt auch betreut werden. Es gibt ab jetzt nur noch eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in sozialen Berufen, im öffentlichen Dienst, bei Polizei oder Feuerwehr arbeiten. Träger der Kita ist die Volkssolidarität. Die Kita ist dann geöffnet bis 17 Uhr, dass die Notbetreuung sichergestellt ist. Nonstop. Also bis auf alle Fälle, so wie du auch vorgegeben hast, bis zum 19. April. Und dann muss man weiter sehen, was dann passiert. Die Volkssolidarität bittet um Verständnis und umsichtiges Handeln. Die Verbreitung des neuartigen Virus soll durch die Maßnahmen gebremst werden. Wir sind am Organisieren, die Versorgung ist geklärt, sodass da niemand in Sorge sein muss. Wir wünschen uns von den Eltern, dass sie sozusagen alles möglich machen, um möglichst wenig Kinder in der Notbetreuung zu haben, damit einfach die Infektionsketten unterbrochen werden können. Das ist jetzt die große Hauptaufgabe. Die Anna Zabel rät dazu, sich besonders den Kindern gegenüber ruhig und so normal wie möglich zu verhalten. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen uns einfach schützen. Das kann man mit den Kindern gut kommunizieren. Die kennen sich einfach auch aus. Im Kindergarten gibt es auch immer Regeln, wie wir uns verhalten, wenn einer einen Schnupfen hat oder eine Grippe hat. Sie kennen das, dass sie zu Hause bleiben, wenn sie doll krank sind. Und jetzt sind wir einfach vorsichtiger, werden uns nicht aus den Augen verlieren, sondern sehen uns alle in einer bestimmten Zeit wieder. Und einfach Ruhe bewahren ist das Wichtigste. Doch die Telefone stehen bei der Volkssolidarität erwartungsgemäß nicht still. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun. Von daher würde ich allen Eltern anraten, E-Mail-Adressen und Ähnliches zu nutzen, von telefonischen Fragen sozusagen abzusehen, weil die Erreichbarkeit eingeschränkt ist. Und ich denke, dass über E-Mail und Social Media da auch noch Sachen gestreut werden können und Informationen auch zu ziehen sind. Und jeder möge sich in Geduld üben. Alle sind bemüht, Fragen zu beantworten, soweit sie zu beantworten sind. Wie denken die Eltern über die Corona-Maßnahmen? Sind sie gerechtfertigt oder übertrieben? Es ist zu viel. Es wird zu viel Panikmache. Das ist Panikmache, mehr ist das nicht. Man soll damit umgehen, aber es soll sachlich, vernünftig umgegangen werden damit. Muss so sein, wenn es so sein muss, muss es sein. Hände waschen, sage ich, vernünftig. Bisschen aufpassen, dass man nicht so dicht dran geht. Und dann die nächsten 5 Wochen überstehen. Also ein bisschen ist schon übertrieben. Also ich sage mal, das hätten nur vielleicht 2-3 Wochen gereicht, aber keine 5 Wochen. Gefühlt würde ich sagen, Vorsicht ist immer ganz gut. Aber was zurzeit bei uns im Land abgeht, ist einfach völlig überzogen und übertrieben. Schwer einzuschätzen, ob es jetzt so schnell notwendig war, das zu schließen. Also, aber gut, Gesundheit geht vor. Es breitet sich ja immer mehr aus. Und wir sind froh, dass die Kinder gesund sind und dass wir gesund sind. Und da müssen wir jetzt irgendwie durch.